So Jungs, danke fürs Einschalten. Gleichzeitig kommt übrigens bei Custom Hooker auch das Review über den Balenciaga. Checkt das auch gerne nach dem Video aus. Erster Link in der Videobeschreibung, falls ihr noch eine andere Meinung zu dem Tabak haben wollt. Und jetzt Video ab dafür. Gib mir ein bisschen Nukain. Jungs, nächstes Tabak-Review. Balenciaga von Nukain. Das Ganze ist, steht sogar auf der Dose drauf, Kinderkaugummi, sein Vater. Janik ist sehr motiviert. Jungs, es ist gerade aktuelle Aufnahmezeit. 1:01 Uhr. Und der Typ muss um 6 Uhr aufstehen, weil er zur Arbeit muss. Und ich werde gleich noch mit Para ein durchziehen. Para, schöne Grüße gehen raus an dich. Ja, Balenciaga, um wieder zum seriösen Teil zu kommen, ist ein pinkes Kinderkaugummi, wenn ich das so verstanden habe. Ist die neueste Sorte von Nukain. Ja, ich würde euch gerne mehr zeigen als diese Dose, aber die ist leider schon leer. Aber einen Kopf habe ich noch rausbekommen und ich habe mir gedacht, jetzt, wo der Tabak leer ist, können wir dazu auch ein endgültiges Fazit ziehen. Geruchlich finde ich das Ganze sehr süß, aber auch sehr authentisch, was ein Kinderkaugummi betrifft. Also ich finde ihn geruchlich absolut geil, wirklich. Also sowas habe ich vorher noch nie gerochen. Sehr süß, aber auch sehr lecker einfach. Aber man muss auch dazu sagen, boah, absolut pure Chemie. Ja, es ist schon chemisch gehalten, weil, aber naja, ich finde es aber trotzdem authentisch. Also du ja, weißt also sofort, was es ist. Also es riecht geil, kann man nichts zu sagen, aber man, ja, man merkt ja, dass dieser Geruch nicht natürlich ist. Die Pfeife, die wir gerade benutzen für das Review, seht ihr leider nicht, weil das die Mose Breeze ist und die ist absolut klein, also die seht ihr nicht. Ja, Kopfbau seht ihr jetzt. So Jungs, so sieht die Dose vom Balenciaga aus. Ja, den Schnitt kann ich euch in der Dose leider nicht mehr zeigen, da diese Dose komplett leer ist. Aber ich zeige euch das kurz im Kopfbau. So, jetzt gebaut habe ich das Ganze in einem Hukain-Mehrlochkopf. Nicht overpacked, einfach bis zur Kante. Schnitt ist sehr fein, werden wir gleich auch beim Review zukommen. Das Ganze hier ist ein Hukain-Mehrlochkopf. Ich hau euch den auch gerne in die Videobeschreibung. Checkt es gerne mal ab, falls ihr euch den zulegen wollt. Ist einfach eine mies geile Qualität und auch die Farbkombo ist sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, Review ab dafür. Digga, wie heftig hat der Kopf gerade gesifft, Digga. Guck mal bitte auf den Tisch. Der ist gerade 4 oder 5 Tropfen da einfach rausgetropft, Digga. Ja, wie im Kopfbau gerade schon erwähnt, der Hukain-Kopf ist in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch den holen wollt, geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Der ist sehr geil, auch von der Verarbeitung her sehr, sehr hochwertig. Ja, das zum Kopf. Und wenn ihr generell irgendwas zum Setup wissen wollt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Haben wir alles verlinkt. Und ja, Setup. Habe ich ja gerade schon gesagt, Mose Breeze mit dem Hukain-Mehrlochkopf und Einlagesieb und einem Kaminaufsatz mit 3 Premio Basakohlen. So, kommen wir zur Rauchentwicklung. Ja, brauchen wir glaube ich nicht viel zu sagen, Yannick. Ja, raucht natürlich Bombe. Es ist sehr, sehr viel Molasse drin, gerade jetzt im letzten Kopf. Habe ich nochmal schön alles zusammengekratzt und wir haben den Kopf kurz auf den Tisch gestellt, damit ich die Kamera machen konnte. Und es hat komplett durchgesifft. Also da ist gerade so ein Molasse-Ring auf seinem Tisch. Also es ist unglaublich, wie das durchsifft, aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Es ist zu viel Molasse drin, aber wir feiern es. So. Gibt nichts Besseres, Jungs. Haben wir schon, glaube ich, bei jedem Tabak-Review, wo wir Hukain hatten, erwähnt, dass es einfach nice ist. Und ja. So viel zur Rauchentwicklung und zur Feuchtigkeit. Geschmacklich hast du Folgendes zu sagen. Ja, Jungs, es schmeckt auf jeden Fall, wie es riecht. Ist sehr, sehr lecker, meiner Meinung nach. Man fühlt sich so ein bisschen wieder zurückgeworfen in seine Kindheit. Ja, meiner Meinung nach. Definitiv. Also das Kinderkaugummi kommt sehr gut raus. Auf jeden Fall. Sehr ja, süß, sehr froh, sehr schon sehr süß, sehr angenehm. Ja, absolut. Und ihr habt auch immer noch so einen kleinen Film auf der Zunge, als wenn ihr gerade wirklich so ein Kaugummi gegessen habt. Lässt sich auch sehr leicht rauchen, meiner Meinung nach. Ja, also so, ja, es drückt überhaupt gar nicht. Ja, ist halt keine Minze drin. Ist halt keine Minze drin, kein Menthol, kein... Genau, ist halt sehr angenehmer zur Abwechslung. Genau. Also wirklich, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, wie so ein Film auf der Zunge, wie als wenn du gerade die ganze Zeit so ein Kaugummi hattest und den Müll geworfen hast, dann hast du immer noch so einen Nachgeschmack und das ist bei dem Tabak eigentlich genauso. Absolut, ja. Ist halt, wie gesagt, was anderes. Hat Hukain sich sehr gut überlegt zu diesen ganzen exotischen Sachen wie Green Lean, Balenciaga, Pink Balenciaga, dem Yellow. Ist es eine sehr gute Alternative, wenn man mal was Süßes rauchen möchte und halt nicht zum Sweetie greifen will. Sie haben dadurch auf jeden Fall ihr Sortiment deutlich verbreitert. Ja. Dadurch, dass es, das ist halt irgendwie so eine ausgefallene Richtung, die nicht jeder
Tabakhersteller auf dem Markt hat. Ich denke mal, sie haben da einfach eine Marktlücke gesehen und haben die meiner Meinung nach extrem gut geschlossen. Ja, es gibt ja zum Beispiel den Swiss Alps, das Ganze ist ja ein Spearmint-Kaugummi, ist ja von Somo. Aber ich kenne ehrlicherweise gesagt, glaube ich, kein Kinder-Kaugummi-Tabak. Also nee. Es geht alles so in diese Spearmint-Mint-Richtung. Aber ja, Kinder-Kaugummi ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, aber es kommt ja jetzt auch immer mehr, scheinbar, dass Tabakhersteller versuchen, ich sag mal, Süßigkeiten oder ähnliches in den Tabak zu bringen. Ja. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Beispiel jetzt zum Beispiel True Passion hat ja jetzt vor einigen Monaten schon den Skittles rausgebracht. Tabak-Review auf dem Kanal. Einfach mal auschecken, Jungs. Ja, und jetzt versucht es halt Lukain einfach mit Kinderkaugummi. Meiner Meinung nach keine schlechte Idee, haben sie sehr gut umgesetzt. Ja. Preislich? 16,90 standardmäßig, Lukain. Sehr gut, gehen da nicht hoch oder so. Außer die Doyle Virginia-Sorten, die sind natürlich bei 17,90, aber sind wir gar nicht. Wir sind ja bei normalem Virginia-Tabak, deswegen ja. 16,90. Kann man meiner Meinung nach nichts mit falsch machen. Ja, der Tabak ist natürlich auch gerade in aller Munde. Also als der released worden ist, wirklich überall ausverkauft, durchgehend. Grüße gehen raus an Exquisit. Ihr hattet den natürlich mal wieder am Start. Und ich habe mir am ersten Tag, wo rauskam, gleich die Dose geholt. Ich bin reingekommen, habe Fabi angeguckt. Fabi guckt mich an. Er so, ich weiß, warum du hier bist. Dreht sich um, gib mir den Balenciaga. Ich bezahle den Aal. Und schon, ja, habe ich die Dose gehabt. Und an dem Tag haben wir auch gelivestreamt. Und wir hatten hier noch ein paar Kollegen sitzen und ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Mal genau den gleichen Kopf gebaut, weil sofort alle wissen wollten, wie dieser Tabak ist, weil das halt eine sehr spezielle Marke ist. Man sieht so Kinderkaugummi und dann so eine pinke Verpackung und so, man ist sofort gehypt. Und alle fanden den Tabak echt gut. Ja. Alle haben gesagt, gute Abwechslung, mal was Neues. Also falls ihr den noch nicht probiert habt, könnt ihr das auf jeden Fall gerne machen. Geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Ja, absolut. Was man halt noch vielleicht dazu sagen muss, ist, dass es halt wahrscheinlich kein All-Day-Tabak wird. Genau. Dadurch, dass er halt so süß ist, hat man ja bei den meisten süßen Tabaksorten, dass man den nicht All-Day rauchen kann. Ich habe den, glaube ich, 3 Tage hintereinander geraucht so und dann war auch wieder zwei Wochen noch ein bisschen mehr halt Luft, weil ich halt dann wieder was anderes gebraucht habe. Aber jetzt, wo ich hier gerade den letzten Kopf rauche, bin ich schon ein bisschen traurig, dass der Tabak ja jetzt leer ist. Ja. Aber man kann sich natürlich nachkaufen. Zum Fazit ist zu sagen, geruchlich, geschmacklich, beides identisch finden wir. Ja. Ich finde es eine 9 von 10, ist halt wie gesagt was anderes, aber ein sehr guter, gelungener Tabak. Ja, absolut. Ich würde auch sagen 9 von 10. Man fühlt sich so ein bisschen wieder zurück in seine Jugend geworfen. Gut. Hört sich komisch an, aber in diese ganz frühe Jugend, so mit 5, 6, wo man zum Kiosk gegangen ist, in Freiburg zum Beispiel. Ja, Philipp hat zu dem Tabak gesagt, als er das erste Mal geraucht hat, das sind diese, kennt ihr wahrscheinlich, diese Rollen, die man damals so abgerollt hat und dann zack, abgerissen, also diese pinken Dinger, wie heißen die? Das sind keine Hubba-Bubba. Diese runden Verpackungen, die du so aufklappst und dann ist da diese Stripes drin. Ist ein sehr guter Kinderkaugummi-Tabak übrigens. Das war's von dem Review. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Checkt gerne die Links in der Beschreibung ab. Hinterlasst uns einen Kommentar, falls ihr ihn schon geraucht habt. Empfehlt uns euch weiter. Euren Freunden weiter. Oh Jungs, wie gesagt, schon recht spät. Deswegen nehmt uns die Fehler, die hier eventuell in dem Video entstanden sind, die wir jetzt aber nur eventuell aufgefallen sind. Nehmt sie uns nicht übel. Lacht einfach mit uns darüber und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wahrscheinlich zum Nicht-Tabak-Review? Ich weiß es nicht. Es kommt wahrscheinlich erst far, far away. Bis dahin. Haut rein. Mach's gut. Und? Ciao, ciao. Ach, Bruder. Cringe. Was lernen wir da draußen? Wieder um 0 Uhr. Aufnehmen? Wahrscheinlich 0 Uhr.